Yes, we can. Das Motto aus Barack Obamas erstem Wahlkampf. Heute könnte man auf die Idee kommen, sein Geheimdienst NSA hat es etwas zu ernst genommen. Yes, we can. Und dann tun wir es auch. Bürger in befreundeten Staaten, millionenfach belauscht, deren Spitzenpolitiker abgehört. Inzwischen ist der Protest dagegen aber in der US-Führung angekommen. Sie hört die Signale. Jetzt soll bis Jahresende die Arbeit der Geheimdienste durchleuchtet werden. Im Senat haben Demokraten und Republikaner gemeinsam einen Gesetzentwurf eingebracht, mit dem die Schleppnetzdatensammlung beendet werden sollte. Und die Fragen im Geheimdienstausschuss des US-Repräsentantenhauses, die werden zumindest kritischer. Tina Hassel. Immer neue Details über den Abhörskandal kommen ans Licht. Und mit jeder Information wird das sogenannte Handygate brisanter. Jahrelang wurden anscheinend nicht nur die Metadaten der Kanzlerin gespeichert, behauptet die New York Times unter Berufung auf jetzige und ehemalige Regierungsbeamte. Die NSA-Unterlagen über den Fall von Bundeskanzlerin Merkel erlaubten es den Geheimdienstagenten in Deutschland, nicht nur Daten über die Nummern, die sie anrief, zu sammeln, sondern auch ihre Gespräche abzuhören. Entsprechend groß ist der Unmut hochrangiger Europäer, die in dieser Woche gleich delegationsweise nach Washington eilen. Europeans have started to be very concerned. Wir sind sehr besorgt und haben unser Vertrauen verloren. Das ist keine gute Voraussetzung für Verhandlungen über die neue transatlantische Handelspartnerschaft. Stundenlang müssen der oberste Spionagechef Clapper und NSA-Direktor Alexander heute vor dem Geheimdienstausschuss des Parlaments Rede und Antwort stehen. Entschuldigt euch bei Angela Merkel, fordern Aktivisten. Doch beide verteidigen die Spionagepraxis und mokieren sich sogar über die europäische Erregung. Ich muss schon sagen, dass mich das sehr an den Kinofilm Casablanca erinnert. Oh Gott, hier gibt es Glücksspiel. Genauso scheinheilig ist das jetzt hier. Immer mehr Senatoren und Abgeordnete jedoch sehen das anders. Die demokratische Vorsitzende des Geheimdienstausschusses Dianne Feinstein will die NSA-Aktivitäten umfassend untersuchen lassen. Und auch Obama erwägt, die Bespitzelung befreundeter Regierungschefs zu stoppen. Doch alleine genügt das nicht, um Vertrauen wiederherzustellen. Das ist ein guter Schritt, aber es reicht nicht. Es geht darum, dass man auch die Bürger nicht abhört. Inzwischen hat der Abhörskandal auch die US-Sender erreicht. Der Präsident kommt zunehmend unter Druck. Obama merkt, dass er den Unmut der Europäer nicht einfach aussitzen kann. Viele Kommentatoren gehen davon aus, dass es symbolische Änderungen bei der Abhörpraxis geben wird. Ein echtes Umdenken oder gar Umsteuern aber ist kaum zu erwarten. Auch weiterhin operiert die NSA lieber im Dunkeln.